ich wollte unbedingt was mit euch teilen. Und zwar Feeling the Wish Fulfilled. Also seid das Wichtigste, auch laut Neville Goddard, oder der wichtigste Moment, wenn ich in dem Seinszustand, wenn ich in der Identität bin, der Person, die diesen Wunsch, den sie hat, schon in Erfüllung fühlt. Das ist einfach das A und O und das ist der Schlüssel. Und vielleicht hilft euch dieser Trick. Stell dir vor, jemand sagt dir, hast du Lust, in die Sauna zu gehen? Zum Beispiel, ja? Was passiert dann in deinem Kopf? Du machst es ganz schnell. Du fühlst diesen erfüllten Wunsch, erfüllst du ganz schnell. Du fühlst ganz, ganz schnell, was bedeutet es, mein Zeug zusammenzupacken, dorthin zu fahren, mich auszuziehen, zu schwitzen in der Sauna, nachher im Ruheraum zu liegen und so weiter und so fort. Du hast sofort den ganzen Ablauf gescannt und hast dieses Gefühl in dir und entscheidest dann, gefällt mir das oder nicht? Habe ich Lust auf Sauna oder habe ich jetzt nicht Lust auf Sauna? Ja? Und genau dieser Prozess ist zu tun, um in den erfüllten Wunsch zu kommen. Ja? Also stell dir vor, du hast jetzt den Wunsch, in Urlaub zu gehen. Ja? Da hast du auch konkret, ich möchte in Urlaub gehen. Du weißt ganz genau, was es braucht, um in Urlaub zu gehen. Wenn du sagst, ich will jetzt wirklich in Urlaub zu gehen, dann bist du bereit, deinen Koffer zu packen. Du bist bereit, die Reisevorbereitungen zu treffen. Du bist bereit, zum Flughafen zu fahren oder zum Bahnhof oder ins Auto zu steigen. Und du bist bereit, einfach einen Ortwechsel zu machen. Du bist ready und du freust dich drauf. Ja, das ist diese Vorfreude, das ist dieser Wish Fulfilled. Wenn du schon da bist und dich einfach riesig freust auf deinen Urlaub. Ja, weil du weißt, ich gehe in diesen Urlaub, es ist alles gebucht, es kann mich nichts davon abhalten, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich in Urlaub gehe, alles ist super gut geplant. Ja. Und das ist dieses Gefühl, was wir brauchen für den Wish Fulfilled. Das ist dieses Gefühl, was wir brauchen, um uns so dermaßen verbunden zu fühlen in Freude, in Begeisterung, in dem Wissen, es ist meins, in dem Wissen, es trennt mich nichts davon, in dem Wissen, es steht mir zu, in dem Wissen, es entspricht mir, es ist genau das, was ich will. Ja? Und das ist dieses Gefühl, das wir brauchen. Und das ist ein Lebensgefühl, das kann auch ein Lebensgefühl sein, wo du gar nicht mehr einzelne Wünsche raussortieren musst, sondern einfach sagst, wow, dieses Leben hat nur die tollsten Überraschungen für mich. Ich bin so glücklich und dankbar, dass alles aus Liebe und in absolutem Schutz für mich sich ergibt, für mich da ist, für mich zur Verfügung steht. Dieses Gefühl in dir, wirklich so, so tief in dein Herz, in deinen Körper, in deinen Bauch, in deinen Solarplexus reinzufüllen, dass es wirklich wie so ein Kribbeln, so ein Prickeln in deinem ganzen Körper ist, wo du weißt, das Leben ist so geil, das ist meins, das ist meins, das ist meins, das ist alles für mich hier. Ich bin in diesem Wunschleben, in diesem außergewöhnlichen Leben, in diesem extraordinary life. Ich bin jetzt angekommen, genau in diesem Moment. Und es gibt nichts, was mich davon trennt, in diesem Moment. Dieser Moment und dieser Moment. Und diesen Moment, wenn du den herkriegst, wenn du den für dich da hast, dann, wie Abraham Hicks sagt, milk it. Oder koste es aus. Diesen Zustand, wo du wirklich keinen Zweifel mehr hast und wo du weißt, das ist meins, es ist meins, es ist meins, es ist meine Beziehung, es ist mein geiles Business, es ist mein Millionen-Business, es ist mein Millionen-Umsatz, es ist mein Millionen-Impact, es ist meine Millionen-Liebe, was auch immer du haben willst,
genau das, ja. Und dieses Gefühl zu üben, dieses Gefühl für dich als das neue Normal herzukriegen, das ist das, worauf du dich konzentrieren darfst. Das ist das, was du üben darfst. Und dazu gehört eben auch, dass du deine Identität übst, dass du diese wertvolle Person bist, diese Person, der alles zusteht, diese Person, die alles kreiert, diese Person, die weiß über ihre Macht, ihre Power, über ihre Kraft, über ihr göttliches Sein. Das gehört einfach zusammen. Wer spürt das, dass das zusammenkommt? Ich habe es so genau auch nochmal erklärt, auch in der Masterclass I Am Chosen, wo wirklich das zusammenkommt, dein Mensch, der hier verbunden ist auf Erden mit deinem göttlichen, spirituellen Wesen. Ich nenne es extra nicht Seele, weil viele glauben, die Seele hat irgendeinen Seelenplan oder sonst was. Deswegen sage ich, es ist dein Divine Design, dein göttliches Sein, dein göttlicher Seinszustand. Wenn sich der verbindet mit seinem menschlichen Seinszustand, dann bist du quasi in diesem Zustand, wo du weißt, das Leben spielt für dich, durch dich. Und es wird durch dich ausgelöst und es entsteht durch dich. Und es ist nichts außerhalb von deiner Vorstellungskraft, von deinem Empfinden. Nichts außerhalb von deiner Sicht, nichts außerhalb von deiner Vorstellungskraft, von deiner Idee. Nichts, nichts. Es ist rein gar nichts da. Wo deine Vorstellungskraft aufhört, da hörst du auf. Aber deine Vorstellungskraft hört nicht auf. Und deswegen hörst du auch nicht auf. Es geht immer weiter, es geht immer mehr, es gibt immer neue Variationen, es gibt immer neue Varianten, es gibt immer neue Perspektiven. Und deswegen bist du in alledem verkörpert. In alledem, was du dir vorstellen kannst, bist du verkörpert. Das ist deine wahre Essenz, das ist dein wahrer Seinszustand, das ist das, was du bist, das ist das, was dein Divine Design sagt. Du bist alles, du bist jegliches Prinzip, du bist die komplette Liebe, du bist jede Bedingung und du bist aber auch bedingungslos. Ja? Du bist jede Liebe, du bist jede Begeisterung und genauso kannst du auch jede Enttäuschung sein. Aber es ist immer nur... Es bist immer nur du. Nur du. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen und übt diese neuen Gefühle, übt diese neuen Perspektiven, übt diese neuen Ansichten, übt diese neuen Meinungen. Es ist so wichtig. Außerhalb von dir gibt es nichts. Gar nichts. Du bist alles. Also ihr Lieben, wir sehen uns bald wieder. Lasst mir bitte doch ein paar Kommentare da, ob euch das was gebracht hat, ob ihr das üben könnt, ob da Fragen aufgekommen sind. Wir sind